So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Black Mesa. Wir pumpen uns erstmal auf. Ding, wir hatten in der letzten Folge einen harten Kampf gegen die Combines. Ach, Combines sag ich schon hier. Bin noch auf Half-Life 2 Trip. Und hier können wir doch bestimmt rein. Hallo. Erstmal die Knarre nachladen. Was ist das denn für ein Schloss? Das ist doch verarsche. Hier. Na, ein Fahrstuhl. Was gibt's hier noch für Lösungen? Alte Augen. Oh, klar. Ein Medikit. Noch ein Medikit. Ein Gehirn, das gerade unter die Tür geschlittert ist. Speichern. Ah, nee, hier waren wir durchgerannt. Bin nämlich in einer neuen Aufnahme. Ich kann mich hier nichts mehr erinnern. Alles nachgeladen. Ach ja, stimmt. Wandminen haben wir jetzt auch. Wieder speichern. Das macht so viel Spaß. Hä? Das bringt doch gar nichts. Hallo? Wie? Was soll das denn jetzt heißen? Oder muss ich hier? Aua. Das war eine komische Explosion. Nee. Ich habe mir übrigens vorgenommen, in dieser Folge auch nicht mehr so übertrieben viel zu laden. Hä? Hier befindet sich ein Treppenhaus. Vielleicht müssen wir hier weiter. Hier ist überall nichts. Aha. Hier können wir rein. Nein, die Sicherungskästen lassen sich nicht öffnen. Ja. Ich habe gerade mal die ganzen PCs repariert. Ein Health Kit. Was ist das denn hier? What the fuck? Was macht der denn hier? Mann, der hat mich aber jetzt erschreckt. Bin ich ja ganz irritiert. Ich weiß gar nicht, was er soll. Der hat noch mehr Wandminen. Und noch ein Magazin für die Knarre. Ich höre auch Headcrabs. Jörg wahrscheinlich nicht. Endlich Munition für die beste Waffe des ganzen Spiels, die Magnum. Ich bin viel spielen. Ich habe die jetzt im Battlefield 3 auch herzlich freigeschaltet. Auch eine geile Knarre da. Steht sie? Battlefield 4 kommt ja auch dann in den nächsten Wochen raus. Am 4. kommt ja erstmal die Battlefield 4 Beta für uns netten Battlefield 3 Premium Nutzer. Ach, jetzt sind wir hier. Und da freue ich mich auch schon drauf. Was ich mich alles nicht freue, ne? Das ist ein Traum. So viel Freude. Hä? Wofür habe ich denn jetzt? Ich hatte doch volles Leben zu verarsche. Okay, wie immer auch sei. Sind das nicht Munitionskisten? Ich glaube schon. Nein, alles verschlossen hier. Unscharfe Texturen. Liegt aber mein Grafikanstellung. Nein. Nein, falsche Knarre. Wollte die. Ja, die Magnum zackt. Nein, meine ich nicht, dass er. LOL. Liegt der immer noch? Das gibt's doch nicht hier. Was halten die denn aus? Nur noch mehr. Finde ich nicht gut. Da ist er. Gekillt auf die Range von der Shotty. Das Spiel ist aber unrealistisch hier. Wo sind wir jetzt? Da will ich nicht rein. Das gleiche gilt für diese Seite auch.
Auch wenn sich da nichts dreht. Müssen wir das vielleicht anmachen? Das wäre ein realistischer Lösungsvorschlag. Ein Aufzug. Will ich den be... Huch. Ach, der ist oben. Ah, kann das sein, dass der Aufzug von mir vorhin ist? Ja, denn der funktioniert genauso wenig. Was ist denn hier? Na, das hat sich ja super wieder gelohnt. Also hier gibt es mal wieder tollerweise gar nichts. Oder vielleicht da hinten noch eine Tür. Das ist doch der einzige Ort, wo wir hin können. Oder ging es hier noch da? Nee, das ist das gleiche. Hä? Hey, warte mal. Ah, es geht sogar noch tiefer. Wie tief geht das denn hier? In der Black Mesa Research Facility. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man sich hier... Ah ja, die Wirkung ist verblüffend. Ach, jetzt sind wir hier unten. Das sieht sehr nach High Voltage aus. Man, so Mikro-Lags habe ich hier leider drin. Also die eine Seite scheint an zu sein. Vielleicht liegt das auch an den... Ja, das ist Windows XP. Verdammt, ich kann nicht lesen, was da steht. Was soll das denn jetzt? Hier, räum mal weg. Ist auf jeden Fall ein Schreibprogramm. B-H-I-Box, Mail, Message. Ah, ist auch egal. Oh, aha, blockt. Was blockt denn hier so Nettes? Nein, das ist das erste Mal, dass ich hier in dem Spiel doch hier... Das Spiel ist auch ein bisschen... Das ist nicht ganz so extrem gerade wie der zweite Teil. Also doch, die Rätsel sind ein bisschen verteilter. Ja, schön. Ich hab zu viele nicht Skype, sondern... Ja, Skype-Freunde habe ich auch zu viele. Aber ich meine Steam-Freunde. Oh, da sollte man nicht reingehen. Nein. What the fuck, was wollen die denn hier? Heilige Mutter Maria. Wo kam der denn weg? Was denn der hier unten? Eins. Hä, hey, das bringt mir doch alles nichts. Unit Power 2 on, Unit Power 1 off. Ja, das weiß ich. Aber da komme ich ja nicht rein, so ist ja nicht. Ein top-sekreten Hintereingang. Luftschächte, in die man nicht reinkommt. Das muss doch irgendwas hier zu tun haben. Hallo. Wisst ihr, was ich mal gerade machen muss? Muss man gerade ganz kurz was erledigen. So, es kann sein, dass der Sound jetzt ein bisschen vorher ein bisschen komisch war. So, sollte jetzt aber alles wieder laufen, wie es soll. Mann, ist das jetzt laut. Ich habe nämlich gerade mein Headset mal ausgesetzt. Ich nehme mir wie gewohnt auf dem Laptop. Ich habe gar keinen blassesten Schimmer, was wir machen sollen. Also doch, irgendwie schon. Wir sollen ja hier, Ah, jetzt geht's auf einmal. Ja, dann, wenn das... Ja... Geronimo! Also wenn das so ist, ne, dann... Und jetzt? Laufen die beiden Generatoren. Aha, jetzt können wir wahrscheinlich gleich den Aufzug benutzen. Aber ich will noch mal vorher ganz kurz gucken, haben wir unten irgendwas Wichtiges übersehen? Können wir da jetzt in irgendeine Tür... Ja,
Aha, ich verstehe. Die Kiste, die hier stand, sie hat diese Maschine blockiert und erst dann konnten wir den starten. Deshalb mussten wir hier unten. Au! Oh. Au! Oh. Ich habe außer den Shift und Tab gedrückt. Scheint hier die Pause-Taste zu sein. Beziehungsweise ominöse Taste für. Wo? Oh. Hätte ja gar nichts gebracht. Lol. Lol. Hallo? Ich weiß immer noch nicht, was das für eine Waffe ist. Ist das eine MP5? Mir gefällt die Situation nicht so gut. Erkennen wir an der Musik. Und wo? Mann. So. Das gibt auf die Kaulasse hier. Mir wird keiner unfreundlich. Verdammte Axt. Hier geht's ganz schön ab. Hier lagen so viele Medikits, die wir alle im Prinzip verschwendet haben. Und jetzt? Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwo hin. Ist gerade bei mir im Moment keine richtig zusammenhängende Story. Oh oh. Pass mal auf, hier Innenbalkon-Action und so. Rückenangriff. Bitch. Wo ist der andere? War das nur der eine? Eigentlich kommen doch Soldaten nicht allein. Es soll irgendwo. Ja, das interessiert mich nicht, wer hier gerade Counter-Strike spielt. Ah, die müssen mich mal hier offline andingsen. Weil nervt schon und so. Jetzt wisst ihr das. Hab ich was knallhart gegeben. Die schöne Mütze. Vielleicht wollte ich die ja auch mal haben. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwohin zurück. Also hier nicht, oder? Wieso ist hier eine Heldstation? In die 3. Ja. Gefällt mir äußerst gut. Ich glaube, hier kamen wir her, oder? Ladedaten. Ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Aber es kann auch sein, dass wir jetzt zurückgehen. Verdammt. Verdammt. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Also wenn jetzt neue Soldaten kommen, wissen wir, dass wir richtig sind. Im Prinzip sind Gegner mal ein Zeichen dafür, dass man richtig ist. Aber das Problem ist, in Half-Life gibt es auch ganz viele Szenen, wo halt überhaupt keine Gegner kommen, über eine ziemlich geraume Zeit. Ziemlich geraume Zeit, genau. Über einen ziemlich geraumen Zeitraum. Raum. Jetzt laden wir schneller. Das erste Ladedaten ist, glaube ich, mal das längste. Denn ich bin ja in der neuen Aufnahme. Das wissen die Profis, die wissen das. Wir wissen auch, dass diese Tools. Das heißt neue Soldaten. Junge, den habe ich gar nicht gesehen. Das Rauschen. Junge, die machen einen Schaden. Das ist exorbitant. Die haben eine Treffsicherheit, wie eigentlich nur der Gordon haben darf. Gefällt mir nicht so gut. Okay, das scheint, wir scheinen hier richtig zu sein. Oh,
Oh, Hilz. Hilz. Da waren jetzt so viele Ladestationen letztes Mal auf dem Weg. Nein, war hier nicht irgendwo dieses blöde Flammenwerfer-Viech? Das sind so ein paar Sachen, wo ich mich noch dran erinnern kann. Bist du tot? Ja, die sehen tot aus. Guten Tag. Und, durch diese Tür schreiten wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.